This haircut is very, very easy. It's a long, slightly graduated haircut with a little bit shorter pieces in the front. With the permanent waves, you can play around. It's very nice. It's kind of an 80s shape, but very, very modern, very loose. Liz' natürliche Haarfarbe ist ein 3-0 dunkelbraun. Das Haar ist von der Textur kräftig. Teilen Sie am Oberkopf eine Hufeisenform ab, die zum Wirbelspitz ausläuft. Kämmen Sie das Haar in der unteren Sektion im natürlichen Fall nach unten und bestimmen eine horizontale Außenlinie. Kämmen Sie das Haar im Seitenbereich locker über die Schulter nach hinten und gleichen es der Führungslänge an. Ziehen Sie in der Mitte des Hinterkopfes ein vertikales Passé im 90-Grad-Winkel nach hinten und erstellen eine vertikale Schnittlinie. Arbeiten Sie in parallelen Abteilungen zu den Seiten weiter. Überziehen Sie das Haar nach hinten und gleichen es der Führungslinie an. Öffnen Sie die Oberkopfsektion und wiederholen Sie die Technik. Beginnen Sie in der Mitte des Hinterkopfes und gleichen das Haar der unteren Länge an. Überziehen Sie alle nachfolgenden Passés nach hinten auf die Führungslinie. Ziehen Sie in der Mitte des Oberkopfes ein Führungspassé nach oben und schneiden das Haar mit einer Längenzunahme nach hinten. Arbeiten Sie in horizontalen Abteilungen am Oberkopf. Ziehen Sie das Haar im 90-Grad-Winkel nach oben und gleichen es mit einer Längenzunahme nach außen der Führungslinie an. Unser Modell ist nun bereit für die Umformungstechnik.